meine Freunde, da bin ich wieder. Wie geht's euch? Hallo und herzlich willkommen. Der Moosbrugger besteht im Wechsel zu Thüringen weiter. Der kommt am 1. Juli. Timo mit den meisten Vorlagen kann von Rumstedt den 12 Vorlagen erreichen. Timo steht vor einem Wechsel zu Duisburg. Warum? Da haben wir noch keinen Vertrag. Duisburg im Allgemeinen, Timo. Dann nimm halt mit. Dritte Liga spielt Duisburg gegen Freiburg. Zweite Illertissen gegen Schalke. Zweite. Und Magdeburg gegen Weiche Flensburg. Und wir dürfen gegen den 10. ran gegen FC Grimma. Und die waren am Anfang der Saison sind die extrem schlecht gestartet. Die waren auf dem letzten Platz, wo wir das Hinspiel hatten gegen die. Die haben sich auch extrem gesteigert. Rest lassen wir so. Gehen wir rein ins erste Spiel. Auf geht's gegen FC Grimma. Kommt den Ball nicht. Und Wald hatten. Janet schön auf Bobby Dimo verlängert oder macht ihn, der macht ihn nicht. Ah, überspielt und dann wird er geblockt und aufs Tornetz. Wald ist jetzt gerade Gold wert in dem Spiel. Kicken keine Chancen ausgespielt. Haben drei Torschüsse, das waren alle in der ersten Halbzeit. Also offensiv komplette Katastrophe gegen Grimma. Also an sich von Chancen her müssen wir das Spiel noch verlieren. An die Latte. Jetzt zerfällt's. Nein, immer noch nicht. Freistoß nochmal. Jetzt wenn man jetzt einen Lucky Punch. Igler. Hosenbund. Das 0-0 nehmen wir mit. Das 0-0 nehme ich auf jeden Fall mit. Und der Pufenkopf mit einem Stadionbier um der Ecke. Lass es dir schmecken. Wir bleiben auf Platz 7. Das ist okay. 7 Spiele in Folge geschlagen. Ey, läuft momentan. Läuft. Dresden verliert ohne Gilo 2-0. Ich glaube, da holt keiner auf so wirklich. Aber gefühlt irgendwie holt den keiner ein. Duisburg gewinnt, die schieben sich wieder nach vorne. Die wollen ihre Chance wahren auf dem Aufstieg. Illertissen 0-0, ist vollkommen in Ordnung. Da geht es nur um den Klassenerhalt. Die wollen noch 40 Punkte holen, dann ist gut. Magdeburg verliert leider gegen Weiche Flensburg. Manfred Kolbenschwinger geht auf Trainerlehrgang. B-Lizenz Trainerschein 6 Monate. Thüringen weiter bezahlt 1390 Euro dafür. Duisburg steht vor Verpflichtung von Timo. Das ist frech. Das ist frech. Spiel in der dritten Liga. Illertissen gegen Bayern. Zweite. Duisburg gegen Hamburg. Magdeburg in Offenbach. Und Dresden zu Hause gegen Viktoria. Dritte Liga startet. So, guck mal kurz in die dritte Liga. Illertissen funktioniert nichts. Platzverweis 5-2. Magdeburg liegt hinten und Hamburg 0-0 gegen Duisburg. So, das ist Blatt 5-2, 1-0 und Magdeburg 1-1, genau, Dresden 0-0. Wir spielen jetzt gegen Bischofswerda, die sind auf Platz 14. Und Duisburg gegen Frankfurt 2, Illertis gegen Freiburg 2, Magdeburg gegen Haching und Dresden in Wiesbaden. Ab geht die gute Stube gegen Bischofswerda, Freeze im Tor. Wir schauen mal, was es wird. Röder bringt ihn. Lein kommt nicht hin. Boah, Singate, gut nachgesetzt. Heidi schickt Bobby. Bobby, bring ihn doch rein, ey. Bichani steht doch in der Mitte. Was da? Lein. Kiefer. Oh, Stöner Steilpass. Freeze sieht nicht gut aus. Check, wie Freeze ins Leere springt. Alter, was ist denn da? Spielen den Ball nur hinter die Kette und. Ach, Alter, was ist denn das für ein Verteidigungsverhalten? Stellungsspiel 0 oder was? Bis Alassari da mal checkt, dass er losrennen muss. Vielleicht zündet mal ein. Usmane. Bobby, du musst noch mal zum Kopfball gehen. Seitdem Bobby da hier von Duisburg träumt, läuft es nicht mehr. Bitte. Ach, die haben auch einen. Alter, Freeze! Der nimmt ja die Beten aus, wie als wären die Schüler. Und dann blockt er den Ball und Freeze hat halt keine Chance. Siegler, Lein, Costa, na endlich. Ja, das war ein schöner Ball von Siegler auf Bobby! Timo, und er macht ihn! 3-2. Das war mal gut gewesen. Ne, kriegen keine Chance mehr. Wir verlieren zu Hause gegen Bischofswerda. Das ist scheiße. Am Ende ist es sogar ein ausgeglichenes Spiel gewesen, aber wir kriegen ein Tor zu viel. Erste Niederlage nach sieben ungeschlagenen Spielen.
Wie lief es in der dritten Liga? Alle ziemlich ruhig gewesen, also denke ich mal nicht so doll, oder? Duisburg verliert gegen Frankfurt, Magdeburg verliert gegen Haching und Dresden unentschieden gegen wen? Das ist okay. Illertissen verliert 3-1. Dari will einen neuen Vertrag unterschreiben. Na klar, mein Junge. Na klar, mein Junge, kriegst du. Clemens bestätigt Wechsel zu Thüringen weiter. Sebastian Clemens, neuer defensiver Mittelfeldspieler. Oder vielleicht neuer Achter wechselt zu Thüringen weiter im Sommer. Kölbe spielen auch noch seit einem neuen Vertrag. Super. Kriegen wir jetzt, verdienen wir diesmal Geld? Nein, wir verdienen immer kein Geld. Und Sumaya Gomez wechselt auch im Sommer zu uns, im 1. Juli. Neuer Stürmer. 15 andere, 7 Schnelligkeit, da müssen wir was machen. Aber sonst, ich glaube, der könnte stabil sein. Ziegler wird top für Einhard Rudolstadt. Die kämpfen um den Abstieg. Ja, da wollen wir uns nicht einmischen. Da werden wir die beste Mannschaft spielen lassen. Wald ins Tor wieder. Auf geht's. 204 Zuschauer in Rudolstadt dabei. Na gut, los geht's. Er hat noch keine einzige Torschance bisher. Wir haben keinen einzigen Torschuss abgegeben. Das heißt, die Chancen für Rudolstadt sind halt auch nicht gefährlich. Ziegler. Nein, Bobby. Fällt der? Abseits, wollte ich gerade sagen. Alter, das wäre jetzt echt lächerlich gewesen. Das Schuss erst mal vor. Alter, das wäre wirklich jetzt lächerlich gewesen. Aber wir spielen so richtig scheiße gerade. Und wieder. Wenn ich das erste Spiel auf den Scheiße machen. Ja, dann kicken wir's. Alter, ich glaube, über die Jungs ist die Saison schon rum. Ja, langer Ball auf Bicanic. Mach's. Nein, Bicanic. Och, Mensch, das wäre der Vorlauf im Wald gewesen. Als hätten die keinen Bock. Aber es war auch in der Hinrunde schon so gewesen. Die Anfangsspiele haben wir gut gespielt und danach haben wir wieder abgebaut. Es läuft genauso gerade wieder ab.